Bei Deutschland sucht den Superstar wird es langsam ernst. Der Auslandsrecall auf Mykonos geht in die mittlerweile dritte Runde und die Kandidaten und Kandidatinnen kämpfen weiterhin erbittert um die heiß begehrten Plätze in den Live-Shows. Dabei erwartet die angehenden Stars auch eine schwere Aufgabe. Chefjuror Dieter Bohlen verlangt, dass sie alle vor versammelter Runde jeweils drei Konkurrenten nennen, die rausfliegen sollen. In der Woche zuvor gab es eine solche Abstimmung anonym. Doch beim öffentlichen Anprangern liegen die Nerven bei allen blank. Im RTL-Trailer für die Folge ist bereits zu sehen, wie immer wieder der Name von Kandidat Schader fällt. Der stand wegen seines Gesangs schon öfters in der Kritik und bricht nun bei der Kritik seiner Mitstreiter in Tränen aus. Die Vorschau zeigt außerdem eine dramatische Szene, in der eine Kandidatin offenbar einen Zusammenbruch erleidet. Das alles und noch mehr Drama gibt es am 13. März um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.